Hallo ihr Schnuckis, die Make-Challenge geht in die zweite Runde. Und zwar ist das die gleiche wie letzten Monat, und zwar von Basteljunge und mir. Und wir haben das Thema Band, Blume und Blau. Jetzt muss ich erstmal selber nachdenken. Die Blume ist ja schon ein bisschen blau, ich habe hier noch einen blauen Spruch. Und das Ganze habe ich mir hier ein etwas herbstlicheres Design ausgesucht, weil ich das echt schön fand. Ich glaube, doch, das passt. Ich werde mir das aber noch mal umranden mit einem Stift, oder mache ich das geinkt? Ne, ich mache das geinkt. Dann bleibt das ein bisschen im Braunton. Und ja, sieht das alles noch ein bisschen hübscher aus. Also inke ich mir das. Erst einmal ringsum schön ein. Und dann geht es auch schon weiter. Ich habe mir hier schon mal einen Spruch drauf gestempelt. Der wird einfach nur hier reingeklebt. Das ist ein bisschen schief. Ich habe versucht, das gerade zu schneiden. Irgendwie hat das wohl nicht ganz funktioniert. Ich dachte, dass es funktioniert. Da muss man manchmal nachhelfen. Ja, so geht's. So ist es okay. Der soll hier unten hin. Den markiere ich mir erst einmal, bis wohin ich Kleber machen muss. Abschneiden tue ich es dann, wenn es klebt. Irgendwo hatte ich auch Kleber. Also einmal Kleber drauf. Dann kommt das so ungefähr hier hin. Und dann die Reste abgeschnitten. Dann kann ich mir überlegen, ob ich das nochmal nachinke oder so lasse. Naja, ein bisschen Farbe ist noch am Blending-Tool dran. Dann geht das immer ganz gut. Jo, dann ist das Grundgerüst auch schon fertig. Klebe ich jetzt einmal hier drauf. Die hier ist aus Quillingpapier gemacht. Die ist in der Zusammenbasteln-Aktion entstanden. Und dann überlege ich mir, wie ich das hier ankleben möchte. Eigentlich soll das halt einfach so ein bisschen passt halt. Einmal so und einmal so da drauf. Jetzt kann ich mir noch überlegen, ob ich hier oben das abschneide. Ich glaube, das schneide ich ab, weil mir das nicht gefällt. Dann gucke ich erstmal, dass ich mir da so ein bisschen Kleber drauf mache. Es kann gerne ein bisschen lockerer sein. Jetzt muss ich hier nämlich den Knoten mit abschneiden, damit mir meine Blume nicht so hoch fällt. Und dann drücke ich das hier einfach rein. Das trocknet nachher transparent. Dann stört es nicht mehr, sagt der eine, der so ein bisschen widerspenstig. Und dann nehme ich mir hier mein Blümchen. Mache hier so ein paar Tupfer Kleber drauf, damit das auch vernünftig hält. Eigentlich so nur auf die Außenseiten, weil das die sind, die Kleber vertragen. Ja. Und dann wird das einfach hier einmal draufgesetzt. So. Und es muss nicht immer Stoffband sein, es kann auch mal Bastband sein. Und ich finde, das reicht auch schon für die Karte. Quasi das Augenmerk liegt auf der schönen gequillten Blume, weil Quilling ist echt nicht meins. Aber wenn man es schon hat, dann muss es ja auch nicht rumliegen, sondern kann verwertet werden.
Dann natürlich der Spruch, der farblich echt raussticht und ein bisschen Bastband. Und schon hat man eine wunderschöne Karte fertig, die man verschenken kann. Und Herbst ist ja jetzt auch so das nächste Thema, was ansteht vor Weihnachten. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Idee. Macht ein bisschen was aus dem Kram, der bei euch rumliegt. Man kann alles verwenden in irgendeiner Form. Und wenn es auf einer Karte landet. Also, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Schaut auch mal bei Kevin vorbei. Ich werde ihn unten verlinken, wenn ich das Video habe. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.